Einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich mal eigentlich etwas genervt, muss ich zugeben, zurück. Und zwar aus folgenden Gründen. Ihr seht's ja, ich befinde mich hier im Cyberstar. Ich bin mal geflüchtet. Und zwar warum? Unsere nette, tolle Sandbox hatte einen Totalabsturz, wie es aussieht. Ich kenne leider die Gründe nicht. Rolling Restart war ja schon, das hatten wir ja vorhin in der Folge 28, die ich ja vorweg gemacht habe, schon gehabt. Und ja, was noch möglich wäre, wäre ein Griefer-Angriff. Eventuell Systemprobleme oder die SIM wurde nochmal manuell heruntergefahren. Weil sie, ihr habt ja gesehen, sie war schon sehr laggy. Ja. Prim Kopieren 2.0 fällt damit auch aus. Ich hatte vorhin schon eigentlich angefangen aufzunehmen. Mittlerweile weiß ich leider noch nicht mal, ob unser Club noch da steht, wo er eigentlich stehen sollte. Aber ich hoffe mal. Ich werde es eigentlich einfach gleich nochmal probieren. Ach ja, bevor ich vergesse, was sind Griefer? Naja. Man kann es, glaube ich, am besten so ein bisschen als Hacker bezeichnen. Mehr oder minder. Das war jetzt nicht ganz richtig, aber ich glaube, unter einem Hacker kann sich jeder was vorstellen. Unangenehme Gesellen, die eventuell an Accounts oder sowas ran wollen, gibt es auch. Aber hier in SL sind Griefer einfach nur Leute, die ziemlich gerne zum Beispiel Sims crashen, beziehungsweise anderen Leuten so gepflegt auf die Nerven gehen, dass sie, naja, entweder kaputt gehen oder ja, einfach offline oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die greifen halt ziemlich gern Sims an. So. Da ich euch jetzt hier nicht weiter so ein Ohr abkauen möchte und einfach nochmal mein Glück versuchen möchte, hüpfen wir, nachdem meine Kamera wieder hinhaut, dann nochmal auf unsere Sandbox und hoffen, dass einfach mal unser Club noch dasteht. So. Es lädt. Es lädt. Ja, die SIM ist immer noch nicht zu erreichen. Gut, was machen wir denn stattdessen? Jetzt bin ich natürlich total gut vorbereitet auf diese Situation. Ja, genau, ich weiß, was ich euch noch zeige. Und zwar hatte ich ja mal hiervon geredet, von Bloodlines. Bloodlines ist ein, naja, Vampire-Werwolf-System, also RP. Und wir porten uns einfach mal auf eine der Hauptsins. Bloodlines East nennt die sich. Ich glaube, das sind insgesamt 5 Sims. Da ist ein Riesenshop, wo man sich schön eindecken kann. So. Willkommen bei der Bloodline. Ja. Hier rät es natürlich auch gerade etwas komisch. Ja, wir lassen uns erstmal rätzen. So. Unsere AO ist mal wieder ausgefallen. Yay. Ah, jetzt. Gut. Was ist RP? Rollenspiel. Roleplay. Machen wir kurz. Und zwar, wie gesagt, das hier im Vampir- und Werwolf-Format. Man kann allerdings auch Menschen spielen. Hallo Döner oder was auch immer du gerade darstellen möchtest. Ach, das sind sogar mehrere. Ja. Hey. Einige Leute kommen auf sehr tolle Gedanken. Drei Döner im Bloodlines East. Gut. Wie spielt man da am besten mit? Man holt sich hier einen solchen Hut. Der kostet ein bisschen was. 599 Linnen. Also, okay, ein bisschen ist da sogar noch übertrieben. Oder ja, untertrieben. Ich finde die Preise ehrlich gesagt ein bisschen happig. Aber gut, den holt man sich halt einmalig, ne? Kriegt kostenlose Updates, kostenlosen Support. Ja.
die ganze Sache ist in Clans organisiert. Man sammelt Seelen. Standardmäßig Blutlutschen, ne? Beziehungsweise bei den Werwölfen heißt das ja Lumen. Und die organisieren sie auch nicht in Clans, sondern halt in. Da ging Musik an. Ui. Ja. Ich finde das irgendwie doch amüsant. Naja, gut, egal. Naja, gut, die organisiert sich halt in Horden. Und hier gibt es halt dieses Equipment für die Vampirseite aktuell, ne? Ja, ich werde jetzt nicht näher auf diese ganzen Gegenstände hier eingehen, außer eventuell auf dieses Amulett hier. Dieses Amulett kostet euch geschlagene, sehr günstige 7.999 Linden. Da. Bewirkt einfach mal, dass ihr kein Blut und kein Lumen mehr braucht. Und zwar, ich gehe jetzt doch noch mal woanders hin. Es ist ja amüsant, aber es nervt. Und da sind die Lecks wieder. Yay. Dass ihr kein Blut oder keine Lumen mehr braucht, bewirkt das halt. Und es ist sehr wichtig, wenn man selbst Seelen hortet. Ja? Und zwar ist es so, geht euch eins von beiden aus oder beides, weil man kann ja auch Hybrid sein. Ne? Also Vamp und Wolf gleichzeitig. Dann sind alle eure Seelen weg. Und die ehemaligen Besitzer dieser Seelen werden euch da, glaube ich, ein bisschen zickig gegenübertreten. Oh Gott. Überall Musik hier heute. Oh, und eine Bar. Ich glaube, oh. Entschuldigung, Wölkchen, dass ich dich gerade umgerannt habe. Da gehen wir doch mal hin. Ja, hier kann man sich auch solche Bloodshards holen, wenn man jetzt kurz vorm Austrocknen ist, einfach mal, ne? Gut. Naja, wie gesagt, möglichst immer blutvoll sein, beziehungsweise lumenvoll. Ja. Ein weiterer Teil dieser Shops. Ja. Ich habe es genau gesehen. Der war der Falschläufer. Naja, ein weiterer Teil dieser Shops hier ist Bloodlines the War. Das ist sozusagen Kampf. Machen wir so, sagen wir so, wie es ist. Hier hat man so einen Teleporter, da kann man sich runter auf die Sim porten und sich da etwas bekriegen mit diesem HUD, den man hier hinten kaufen kann. Ebenfalls 599 Linden. Ich glaube, man muss da noch nicht mal Vamp oder Wolf für sein. Das reicht, wenn man Mensch ist. Ja. Und hier gibt es auch ein paar nette Waffen. Von Äxten, Schwertern bis hin zu. Was ist das denn? Ein Maschinengewehr? Ja, mehr oder minder ist. Das hat irgendwie was von Ghostbusters oder so. Und da haben wir wieder tolle Musik. Oh Mann. Ich glaube heute nur komische Leute unterwegs. Ich hätte zwar da das böse B-Wort gesagt, aber nee. So, gehen wir mal zum nächsten Terminal. Ich glaube, Bloodlines West ist übrigens genauso aufgeteilt wie das hier. Huh. Ist dann für die Wölfe zuständig. Wenn ich mich jetzt nicht irre, kann aber auch ein anderer Teil sein. Gebt das einfach mal in der Suche ein, Bloodlines. Ihr findet auf jeden Fall eins von denen. Ich glaube, den größten Zuwachs haben die Vampire. Das sind, glaube ich, die beliebtesten. Meines Wissens nach gibt es davon auch die meisten. Oder halt Hybriden, weil warum sich für eins entscheiden, wenn man auch beides sein kann? Oder man hat hier halt den dritten Weg, den des Menschen. Blut- und Lumenpuppe. Ihr seid eigentlich nur dazu da, um ausgelutscht bzw. gefressen zu werden. Machen wir kurz. Ja. Ihr werdet schön mit Äpfeln und so gemästet und mit Apfelsaft. Und ja, dementsprechend gebt ihr dann halt die Rohstoffe für euren Clan bzw. eure Horde oder ja, beides. Ich würde jetzt aber wirklich mal interessieren, vielleicht könnt ihr mir diese Frage ja beantworten. Schreibt es mir mal in die Kommentare eventuell. Wie heißt es eigentlich, wenn Vampire und Wölfe in einer Gruppe zusammen sind? Weil Horde ist es nicht, Clan ist es nicht. Oder ist es doch Clan? Oder Horde? Hm. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
tänzeln hier oben. Hallo, tänzelnde Dame. Wir gucken mal zurück zu unseren, ich glaube, das waren doch Tacos oder so. Haben die da irgendwie. Ach ja. Ich sehe hier gerade einen Teleporter. Got lag. Click for LM to Bloodlines West. Dann machen wir doch mal. Na komm. Tja, wenn ich diese LM dann mal bekommen würde. Ah, jetzt. Gut. Da kamen sie gleich. Zweites Mal. Wir hüpfen da mal rüber. Und hüpf. Ach ja, ich mag es auf jeden Fall, wenn es eben mal wieder was kaputt repariert. Aber vielleicht kommt ja doch mal irgendwie was daraus. Oh, ich habe gerade eine Freundschaftsanfrage gekriegt, die nehme ich doch mal an. Mal ärgern. Und eine Werbung. Wir haben eh gerade Zeit, von daher kann man sich solch einen kleinen Spaß mal erlauben. Oh, ach ja. Okay, West ist doch so aufgebaut wie East. Wie viele Stations? Ach, da. Da haben wir den Wolfspart. Den zeige ich euch auch nochmal. Ach ja. Ja, da kam nur ein Lachdanke. So, da sind wir bei den Wölfen. Ihr seht schon, sieht alles ein klein bisschen anders aus hier. Solche Kristalle und keine Blutfässchen habt ihr dann. Das nennt sich Lumen. Wie Taxi. Ich glaube, sie möchte im Video dabei sein. Na, tun wir ihr doch mal den Gefallen. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Das ist jetzt Premiere. Aber ihr könnt natürlich mal ganz nett fragen, ob ihr mal dabei sein dürft. Ihr dürft dann logischerweise auch ein Hallo hinterlassen. Ja. Oh, da kommt ein Kopf. Ich mach mal hier den großen Schatz so. Und sag mal freundlich Hallo. Mal gucken, was passiert. Chatlag. Da kam schon ein Moin. Yay, SL frisst meine Texte. Ah, da kam er. Ach ja. Ich bin mal so frei. Ihr seht schon, ich habe hier mördermäßig Chatlag. ist aber nicht viel. Nee. Ja, Chatlag. Das habe ich natürlich auch.
kurze Erklärung, was wir überhaupt hier wollen. Ich hoffe, die fragt mich nicht gleich nach einem Autogramm oder sowas. Ich glaube, die gute Dame habe ich schon mal im Club gesehen, als ich gearbeitet habe. Würde, glaube ich, doch jetzt etwas zu weit führen. Naja, ich habe euch jetzt hier doch schon eine ganze Menge erklärt. Bei dem ganzen Equipment hier. Ich glaube, damit könnte man ein gesamtes Let's Play füllen. Wir folgen der Dame jetzt einfach mal. Oh, ich habe sie ja jetzt in der FL, falls sie sich damit halt etwas näher auskennt. Werden wir darauf mal zurückkommen. Oh, das sieht ungesund aus. Sagte ja, dass mein anderer Avatar halt auch in der Bloodline ist, aber ich habe mich jetzt nicht so großartig damit beschäftigt, von daher, also nicht mehr als ich müsste. Ach ja, das hier ist übrigens dieses Amulett für Wölfe, ja. Ihr braucht aber nur eins, also nicht beide kaufen, bloß nicht, ne? Nur eins zählt für beide Rassen gleichzeitig, falls ihr Hybrid seid. Ja, braucht ihr das andere nicht mehr. Sucht euch aus, welches euch besser gefällt. Preise sind auch die gleichen. Ja. Ich will auch so eine tolle Tipp-Animation. Ich finde die schön. Ein Phönix. Naja. Gut, ich glaube, da muss ich noch ein Weilchen für Angeln gehen. Mit den 6 Linnen von vorn komme ich da nicht so weit. Ah, okay. Sperrenchen. Blumenbound. Ich glaube, da kann man Ressourcen untereinander austauschen oder sowas in die Richtung. Muss ich mal lesen. Ja, genau. Na gut, ein bisschen. Gut, ich sehe aber gerade, wir haben schon wieder 18 Minuten auf dem Zünder. Ich würde mich jetzt hier noch ein bisschen mit der Dame unterhalten und ja. Ich glaube, unsere Sandbox können wir heute vergessen. Falls ich doch nochmal irgendwie in nächster Zeit draufkomme, melde ich mich gleich nochmal. Ich hoffe mal ja, und dass unser Club vor allen Dingen noch da steht, dass ich ihn einsammeln kann. Ja, tut mir leid für diese etwas, naja gut, verunglückte Folge, aber the show must go on, oder wie heißt es so schön? In dem Sinne, noch einen schönen und so weiter, ne? Bis zum nächsten Mal.